is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Abfall bereitet den Weg. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Als die Urgemeinde verdorben wurde, indem sie vom schlichten Evangelium abwich und heidnische Sitten und Gebräuche annahm, büßte sie den Geist und die Kraft Gottes ein. Und um das Gewissen der Leute zu beherrschen, suchte sie bei der weltlichen Macht Unterstützung. Das Ergebnis war das Papsttum, eine Kirche, die die Staatsgewalt kontrollierte und für ihre eigenen Ziele einspannte, besonders zur Bestrafung von Ketzerei. Wann immer die Kirche weltliche Macht gewann, benutzte sie diese, um das Abweichen von ihren Lehren zu bestrafen. Protestantische Kirchen, die den Fußstapfen Roms gefolgt sind, indem sie sich mit weltlichen Mächten verbündeten, haben einen ähnlichen Wunsch, die Gewissensfreiheit zu beschränken, an den Tag gelegt. Ein Beispiel dafür ist die lange währende Verfolgung Andersdenkender durch die anglikanische Kirche. Während des 16. und 17. Jahrhunderts wurden Tausende von Pfarrern, die sich nicht anpassten, gezwungen, aus ihren Kirchen zu flüchten. Und viele, sowohl Seelsorger als auch gewöhnliche Leute, mussten Geldstrafen zahlen, ja Gefängnis, Folter und Märtyrertod erleiden. Es war Abtrünnigkeit, Abfall, der die frühe Kirche dazu brachte, die Hilfe der zivilen Regierung in Anspruch zu nehmen. Dies bereitete den Weg für die Entwicklung des Papsttums, des Tieres. Paulus sagte, es werde zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit werde geoffenbart werden. Der Abfall in der Kirche bereitete also dem Bild des Tieres den Weg. Satan wird mit jeder Machttat arbeiten und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit. Sein Wirken zeigt sich durch die rasch zunehmende Finsternis, die zahlreichen Irrtümer, Irrlehren und Verführungen dieser letzten Tage. Satan nimmt nicht nur die Welt gefangen, sondern seine Betrügereien verseuchen die Kirchen, die sich zu unserem Herrn Jesus Christus bekennen. Der große Abfall wird sich zu einer mitternachtstiefen Dunkelheit entwickeln. Für das Volk Gottes wird es eine Nacht der Anfechtung sein, eine Nacht des Weinens, eine Nacht der Verfolgung um der Wahrheit willen. Doch wird aus dieser dunklen Nacht Gottes Licht leuchten. The Lord is coming. Are you ready?